Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metroid. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metroid Dread. Beim letzten Mal sind wir hier wieder runtergekommen. Genau. Ich sollte jetzt, wenn ich mich recht entsinne, zu Borenia, ne? Also gehen wir da jetzt hin. So, den Weg habe ich jetzt auch geöffnet. Da komme ich immer noch nicht ran, wahrscheinlich ohne Powerbomb. Warte. Die Missiles habe ich. Itemkugel habe ich auch. Diese Missiles habe ich noch nicht. Okay. Gucken wir mal, ob ich an die rankomme. Dann war ich. Ah, genau, das war der Ballbutton. Das war der Spatten. Aha. Ach, verdammt. Okay, gut, ich krieg's wohl nicht hin. Beziehungsweise, Moment. Wie ging. So ging das. Okay, das ist für einen Rückweg, aber. Okay, keine Ahnung. Ach ja. Es ist wirklich ein Brain, ja. Gut, es ist ein paar Tage her. Man merkt es vielleicht. Okay, hier ist Eis. Also ich soll hier schon mal nicht lang. Ich habe jetzt die Möglichkeit. Ich kann das nur von der anderen Seite, okay. Das Vieh im Hintergrund ist vielleicht auch bestimmt irgendwann noch bekämpfen müssen. Ich dachte mir, das sieht ein bisschen seltsam aus, aber dass es tatsächlich was ist, hatte ich jetzt nicht erwartet. Ist ein optionaler Weg hier rüber. Scheinbar.
Übrigens, habe ich in der Zwischenzeit so ein bisschen nachgedacht über die Emmys. Und ich glaube, wir werden weiterhin mit Speed-Emmys arbeiten. Der Grund, den ich dafür sehe, ist ganz einfach der: Der erste Emmy hatte nicht die Fähigkeit, Wände hochzulaufen. Das hat der zweite Emmy gekriegt. Und alle Emmys danach hatten das auch. Der zweite Emmy konnte aber nicht durch enge Räume durchgehen. Das hat der dritte Emmy gehabt. Und der vierte konnte das auch. Ja, der vierte konnte halt jetzt sehr schnell sein. Da gehe ich davon aus, dass es der fünfte auch kann. Der sechste und der siebte. Ich denke, was auch immer die jetzt können, kann dann später auch der nächste Emmy. Was ich persönlich noch vermute, zum Beispiel, ist jetzt, gerade weil wir nach Borenia gehen, dass da jetzt einer kommen wird, der sich im Wasser frei bewegen kann. Oder sowas. In der Art. Bin ich mir noch nicht sicher. Aber ich denke, die Emmys entwickeln sich halt gewissermaßen weiter. Zumindest so, dass es halt zu Problemen kommt. Ach ja, stimmt ja. So, was war jetzt hier alles? Ist eine Energieeinheit. Okay. Was ist das hier? Munitionsladestation. Den hab ich. Hab ich. Ja, die Quatsch, den hab ich nicht, meine ich. Das war der Flash Shift. Teleporter grün. Das habe ich noch nicht benutzt, oder? Aber ich mich richtet, dass ich jetzt hier oben hin, weil das ist der Eingang, den er geöffnet hat. So. Boah, ich muss. Ach, ich glaube, ich will. Nein. Das war das Richtige. Okay. Ernsthaft? Ich habe doch gerade Speed gehabt. Zu früh angehalten oder wie? Warte, das ist jetzt so viele Abkürzungen, die man sich bauen kann. So. Genau. Ich muss. Es ist ein paar Tage her und ich muss mich immer noch wieder an die Steuerung gewöhnen. Das hier hat er geöffnet. Was gibt's denn hier oben? Auf jeden Fall schon mal den Gang nach rechts. Aha. Na super. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, da hochzugehen. Das ist hier.
Okay. Nichts offensichtlich. Gang nach links. Mit einer Tür. Karten da. Lohnt sich auf jeden Fall schon mal. Gut, was haben wir denn da so für ein Gebiet? Okay, da oben gibt's einen Übergang. Okay, und ansonsten noch ein paar Räume. Hier unten gibt es auch einen Übergang und ein paar Räume. Ja gut, das Räume gibt es offensichtlich, ne? Ich habe immer noch nicht die Emmy-Zone hier gefunden. Also nach links scheint der längere Weg zu sein. Schon, ist das eine Abkürzung, die ich jetzt freigeschaltet habe? Seid ihr, die treffen aber auch echt präzise, ne? ETF. Stimmt, falscher Knopf. Was? Okay, was ist da drüben? Aha. Okay. Damit hätten wir auch das. Laden. Okay. So. Verdammt. Ich hab nicht mehr viel HP. Oh ja, die machen einfach massiven Schaden. Toll. Also nicht. Wo war jetzt mein letzter Speicher? Ernsthaft im Kartenraum? Och man. Die haben wirklich einen massiven Aim hier. Gut, aber ich weiß ja jetzt, was vor mir liegt. Und mit der Steuerung auch langsam wieder ein bisschen klar. Verdammt.
schön. Sehr schön. Gut. Ja, der andere Weg hätte mich nämlich gar nicht weitergebracht. Nö. Station. Sehr schön. Ich habe schon so viel Energie, aber trotzdem bin ich fast tot gewesen. Wow. Okay, das ist ein Rückweg, wie es aussieht. Also auch immer dieses Tentakel hier. Befehligt. Muss riesig sein. Hier ist auch noch ein Teil von dem Vieh. Schätze ich zumindest. Achso, ihr seid solche Viecher. Sich gerade selbst erledigt oder was? Wo ist das Vieh? Gut. Sieht nach einem Boss aus. Oder auch nicht. Doch, wahrscheinlich schon. Das kommt bloß nicht direkt. Wahrscheinlich wird jetzt jeden Moment werde ich in den Bossraum reingeworfen. Unter Wasser? Ach du Scheiße. Aua. What? Wie viel Schaden hat es bitte gemacht? Oh. Kannst Wasser ablassen. Zumindest zu einem gewissen Punkt. Okay.
Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Ich krieg ihn so weit, dass er das Wasser runterlässt, aber das reicht ja nicht für das Komplette. Komm nicht an ihm vorbei. Ich verstehe halt echt nicht, was ich tun soll in dem Kampf hier. Moment, ich habe noch den Grappling Beam. Ach, Moment, ich kann es sein, dass ich ja, ich habe den völlig vergessen. Ah, natürlich. Das erklärt einiges. Ja gut, ist den Tag. Ich wusste nicht, dass ich jetzt angreift. Hat das einen Blink gehabt? Also konnte ich das blockieren? Nun, wie du machst, ich weiß jetzt wieder, was funktioniert. Ja, ich hätte es blockieren können. Irgendwie habe ich das Timing gerade nicht rausgehabt. Aua.
Ich bin zu doof. Aua. Mann. Kann ich den eigentlich per Sprung ausweichen? Irgendwie ein bisschen was mit Leviathan. Ich teste das hier sogar so. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut, ich musste wahrscheinlich hier lang. Da hab ich schon fast gedacht. Komm ich nicht ran, oder? Das ist die Abkürzung. Schön, da kann ich mich auch gleich heilen. So, mal gucken. Ist meine Belohnung einfach nur, dass ich jetzt ins nächste Gebiet komme, oder? Fast noch mal, das sehe ich. Na gut, geht ja auch nur zum Teleporter. Nee, Aufzug ist das, glaube ich. Ich denke mal, ein neues Gebiet, ne? Muss ja der Emmy irgendwo im südlichen Teil von Burenia sein, oder? Oder gibt es in Burenia echt keinen Emmy? Gavuran. Bin gespannt, wenn ich auf den nächsten treffe. Ich meine, wir haben ja schon einen gesehen, aber der wurde ja instant ausgeschaltet. Und ich glaube nicht, dass der ausgeschaltet bleibt.